Und los geht's. Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich muss so ein bisschen lachen, weil ich war jetzt schon ewig nicht mehr mit der Webcam, weder in den Videos noch Livestreams, da es ja keine gab. Aber ich kann euch versichern, es funktioniert noch alles. Und ja, neuer Pass ist in jedem Fall am Start. Und ich muss sagen, habt ihr ja ein Bildchen gesehen, hot, oder? So eine Queen hat es noch nicht gegeben, muss ich sagen, die so viel Bauch zeigt. Können wir uns aber mal anschauen. Denn im neuen Pass, ich habe ihn mir noch nicht geholt, machen wir gleich, gibt es natürlich als Reward am Ende wieder den, oder was heißt wieder, ich glaube, es gab jetzt erst einmal in den Pässen den Skin, glaube ich, ganz weit vorne. Da, wo die Eingame-Spende, glaube ich, war. Aber ich muss schon sagen, von allen Skins gefällt mir der nicht am allerbesten. Am allerbesten gefällt mir nach wie vor der, ich nenne ihn mal China-Style-Skin, den es mal zu kaufen gab. Den gab es ja vor kurzem noch mal nachzukaufen, das habe ich auch gemacht. Aber ich muss sagen, hier zeigt die Queen den doch schon mal ein bisschen mehr ihre Weiblichkeit, also zumindest bauchfreies Top. Und ist ein bisschen ungewöhnlich, muss man sagen. Man sieht auch so ein bisschen die Proportion. Das sieht man bei den anderen Skins nämlich nicht. Ich hab mir das schon mal angeschaut. Bei der Queen, wenn man hier wechselt, und da ich ja alle Skins habe, habe ich eigentlich alle Skins? Ich glaube, ich habe alle Skins. Ist es so, dass ja, sie bisher eigentlich nicht so, so, ich nenne es mal so, weiblich aussah. Ich meine, ist eine Kriegerin. Sie ist die Bogenschützen-Queen und damit ist sie natürlich eine Kriegerin, aber also in dem neuen Skin, muss ich sagen, schon nett. Hätte ich nicht gedacht, dass Supercell das überhaupt mal so rausbringt, und aber nach wie vor ist das hier mein favorisierter Skin. Die Krieger-Queen, also die Warrior-Queen, und also den finde ich im Moment am schickesten, aber ich finde den neuen tatsächlich nicht schlecht. Tatsächlich nicht schlecht. Das Plus steht übrigens da oben, dass man denn den Goldpass kauft. Ich glaube, das machen wir jetzt auch, beziehungsweise man kommt hier rein und wir nehmen uns erstmal, würde ich sagen, den Pass. Das nur leider wieder rausschneiden, ist aber nicht so schlimm. Geht los. Mit den Daumen bezahlt. Hurra. Klappt auch noch. Wunderbar. Also, ich bin startklar. Perfekt. Damit habe ich den Pass und damit müsste ich jetzt eigentlich auch das erste Reward mir schon freigeschaltet haben. Die Eingame Donation. Und ich habe heute Morgen mal so ein bisschen über den Pass rüber geschaut und muss sagen, ich glaube, es gibt wieder alles, außer, ich meine, es gibt keinen Supertruppentrank. Der fehlt diesmal, so wie ich das überflogen habe. Wenn ich das jetzt übersehen habe, dann müsste mich darauf aufmerksam machen. Aber ich denke mal, ich sehe es jetzt auch nochmal vorne im Monitor. Ist dem in jedem Fall nicht so. Was haltet ihr von dem diesen Juni-Pass? Ich meine, wir haben jetzt fast Bergfest wieder im Jahr. Die Pandemie hat uns nach wie vor hart im Griff, aber wird ja schicker. Also Wetter wird draußen verdammt schick, muss ich sagen. Und überall wird ein bisschen gelockert. Ich weiß nicht, wie ihr dem gegenübersteht. Ich kann euch sagen, ich stehe dem Ganzen sehr, sehr pessimistisch gegenüber. Nicht, weil ich jetzt nicht kein Optimist bin oder so, aber ich muss schon sagen, das ein oder andere erschreckt mich dann schon so ein bisschen. Nach wie vor bin ich die 3 U's. Das zu eurer Erklärung. Die 3 U's sind ungetestet, ungeimpft und ungenesen. Und deswegen tue ich mich mit einigen Sachen auch schwer. Ich habe jetzt auch keinen. Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwo etwas nachholen muss, was er jetzt vermisst hat, sage ich mal. Ja, also ich kann immer noch draußen essen gehen, das ist mal im Garten oder bei mir auf der Terrasse. Und also ich habe jetzt nichts vermisst, aber ich meine, es ist natürlich schön für einen Menschen, wieder andere Menschen, sage ich mal, zu treffen, mit anderen Menschen zu sprechen und gar zu treffen und natürlich auch wieder so ein bisschen das ganze Gewirtschafte wieder ein bisschen anzukurbeln. Das tut ja allen gut. Also nicht nur denen, die Geld jetzt wieder ausgeben können und dürfen und sollen, sondern natürlich auch den Gewerbetreibenden. Also denen, muss ich sagen, gönne ich es an der Stelle am meisten. Und aber Vorsicht geboten. Also ich, wie gesagt, bin immer noch. Ich habe gestern mal gelesen, es gibt so ein Cave-Covid-Syndrom. Also, dass man aus seiner Höhle jetzt im Moment so ein bisschen nicht so wirklich raus will, weil man sieht, überall ist es voll und so. Nur mal am Rande, wie es so um mein RL steht. Also, ich bin immer noch nach wie vor sehr, sehr vorsichtig. Aber ich bin hier in Clash of Clans auch wieder ein bisschen vorsichtig geworden. Ihr seht das, ich habe nicht so viel Gems ausgegeben, aber immerhin habe ich
bin ich nicht stehen geblieben. Ich habe den drei Helden jetzt schon auf Max Level. Hab unten, das seht ihr, so ein bisschen die Pets gelevelt. Also Eulengesicht ist, glaube ich, ein Level hochgegangen. Und Eulengesicht levelt jetzt auch gerade wieder hoch, also die Elektro-Eule. Und mein King levelt, deswegen war ich jetzt auch die letzten Tage auf Rot. Bei den Clan-Kriegen haben wir gewonnen, einen haben wir verloren. Und Liga geht los, also es läuft auf jeden Fall ein bisschen was bei mir. Ich habe alle Lager fertig. Bauhütten leveln. Wer hätte das vor 8 Jahren gedacht, dass irgendwann mal Supercell hingeht und sagt, so, wir leveln jetzt unsere Bauhütten. Ich finde es sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Und ihr seht auch, meine Bilder gehen auch nett hoch. Die treibe ich jetzt erstmal voran. Und mit dem Dunklen kann ich im Moment nichts machen, weil ich nichts anderes leveln kann. Man kann hier in dem Pet-Haus kann man nur eine Truppe immer leveln. Ist ein bisschen schade. Ich meine, wenn man es dunkel über hat, warum soll ich jetzt nicht 2, 3 leveln können? Aber ich meine, im Labor ist es ja genauso. Da kann ich natürlich auch immer nur eine Truppe leveln. Das mache ich jetzt auch erstmal. Obwohl, nee, das mache ich erstmal nicht. Aber ich muss ein bisschen ausgeben. Denn wenn ich jetzt anfange zu farmen, dann bekomme ich kaum was in meine Lager rein. Die sind ja schon relativ weit fertig. Ich muss einfach ein bisschen was ausgeben, Leute. Dann machen wir hier eben mal so ein bisschen die Mauern. 20 Millionen gehen da oben rein. Dann kann ich wenigstens ein bisschen nachfarmen. Und denn es gilt natürlich wieder im Pass, so die ersten Rewards hier zu bekommen. Also Bilderboost, Forschungsboost und vor allen Dingen Trainingsboost. Also der Bilderboost ist mir natürlich an der Stelle nach wie vor am wichtigsten. Aber jetzt mal ein bisschen Clash of Clans. Okay, ihr seht auch, an meiner Kulisse hat sich auch seit Monaten nichts verändert. Ist aber auch nicht so schlimm. Denn ich bin hier oben eigentlich nur noch tatsächlich zum Arbeiten. Und wenn ich dieses Zimmer einmal verlassen habe, dann abends, muss ich sagen, betrete ich es kaum noch. Deswegen, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich überhaupt nicht mehr streame, weil ich gar nicht mehr hier oben das Zimmer betrete. Denn nach 8 bis 10 oder länger Stunden Arbeiten hier oben, fällt mir hier oben die Decke auf den Kopf, um mich dann abends noch hinzusetzen, 3, 4 Stunden auch noch streamen. In dem gleichen Raum, wo ich schon den ganzen Tag drin verbracht habe, das ist für mich im Moment Hardcore, Leute. Muss ich ganz klar sagen, das geht im Moment nicht. Aber vielleicht geht's wieder. Ich kann euch sagen, ich bin jetzt nicht ganz weg davon und möchte das gar nicht mehr machen. So ist es nicht. Den nehmen wir mal mit. Was haben wir denn eigentlich am Start? Der hat noch nicht so eine gute Defensive. Ihr seht das hier. Das sieht man so als so halb erfahrener Clasher, wie ich es eigentlich bin, schon etwas genauer. Was habe ich am Stissel? Das ist ein Yeti Smash. Okay, das ist ein Yeti Smash. Da habe ich die Tage auch absoluten Bockmist gemacht. Ich hab mich nämlich schon gewundert gehabt. Toto, warum hast denn du so viele? Das ist jetzt, ja doch, dann müssen wir die nehmen. Toto, warum hast denn du jetzt so viele Yetis dabei? Ja, der Toto hatte ganz, ganz viele Yetis dabei und jetzt auch schon wieder keine Ballons, aber das macht auch nichts. Ich hatte keine Heiler dabei. Und dann mache ich einen Clankriegsangriff und verballer den natürlich. Ne? Habe ich den nicht gezeigt im Video? Ne, habe ich glaube ich nicht gezeigt. Besser ist es auch. Ist auch wirklich besser. Okay, wir lassen den mal laufen. Und habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Also so richtig aktiv hier beim Farm auch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich hab sieben von den Mauerheinzis dabei. Okay. Und ich weiß natürlich jetzt gar nicht, wo meine Meute hier hingeht. Wartet mal eben, ich mache mal eben den Angriff. 8 Stück da. Meine Queen hier mit rein. Ach so, im Moment habe ich natürlich. Ich nehme die Hawks einfach mal. Habe ich natürlich keinen. Kein King. Okay, gehen wir hier mal rein. Wir schicken das Zeppelin hier auch rinne. Und machen das Ganze hier mal so ein bisschen unsichtbar, dass vielleicht noch ein Hawk da überlebt. Brauchen wir aber an der Stelle gar nicht machen. Und den müssen wir allerdings zünden und auch den Warden zünden wir jetzt mal, weil das Rathaus jetzt gerade defekt geht. Hier nehmen wir mal den einen Giftzauber. Oh, das sieht ganz gut aus. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus, aber den müssen wir frosten hier, den Kollegen. Und den frosten wir, glaube ich, auch gleich nochmal hinterher. Wo haben wir denn hier noch was? Oh, mit den Heilern, perfekt. Das läuft und
Ah, jetzt gehen die nach da. Kanone schießt jetzt auch noch. Okay. So, wo können wir hier noch so ein bisschen was reißen? Wir können den hier mitlaufen lassen, würde ich sagen. Ich lasse Truppen immer gerne mitlaufen, dass man dann nochmal auf einer Flanke ein bisschen mehr hat. Und aber da kommen schon die Luftminen. Queen ist aber noch am Start, aber ich kriege den Scattershot nicht mehr. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber vom Gefahr her war es, glaube ich, ganz gut. Ja, ich sehe mich gerade so ein bisschen wieder selber. Ist echt ein bisschen ungewohnt. Ist ein bisschen ungewohnt, wenn man... Seit dem 12.04. habe ich mich nicht mehr zeigen lassen, Leute. Denn ich kann ja nachschauen, wann mein letzter Stream war. Ich hoffe, ihr vermisst mich ganz, ganz dolle. Nein, alles gut. Wir machen das wieder. Bleibt geschmeidig. Okay, so meine Queen. Ah, die schafft den Scattershot nicht mehr, ne? Schade, schade, schade. Oder? Na, kriegen wir noch für die Tat. Mache ganz, ganz viele von diesen Skelly-Dängern. Der ist nur auf 1. Ne, oh, den kriegen wir noch. Okay. Dann fahren wir den jetzt auch mal leer. Ne, 5 Sekunden. Oh nein. Queen, noch ein, zwei Schuss bitte aufs Lager. Komm, 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 komm. 1, 2, einer nur. Es war nur ein Schuss. Okay. Dann basteln wir mal eben nach. Ich will mal eben... Ah, das ist natürlich dusselig. Ich kann gar nicht nachtrainieren, sehe ich gerade. 1, 2, 1 brauchen wir davon. Ne, wir nehmen mal 2 davon. 2 davon, davon. Ein paar, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mauerbrecher brauche ich eigentlich, ich nehme mal keine Mauerbrecher mit. 6 von denen, ein paar von denen, 2 von denen. Oh, wir haben immer noch ein bisschen Platz hier, sehe ich gerade. Was haben wir denn jetzt nicht, oder was haben wir da, was haben wir hier jetzt gerade vergessen? Ich würde auch ganz gerne mal wieder was mit Packers machen. Da fehlt mir aber im Moment die Idee zu den... zu den eigentlichen Truppen, nee, nicht collecten, sondern anfordern. Und ich würde sagen, weil es im Moment ja günstig ist, ich habe es erst einmal genutzt, machen wir den Gem-Boost hier auch gerade mal rein. Ein Gem, ein Gem. Was müssen wir hier noch boosteln? Die Werkstatt, ja, die booste ich mal mit, obwohl im Moment ist sie ja eher unwichtig, aber die Helden hier noch dazu. Eins, ich habe im Moment ja nur 3 Stück. 1, 2 und die hotteste Queen ever ist sie ja noch nicht. Wir konnten sie ja noch nicht umkleiden. Und dann mache ich einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Angriff wieder. So, ich musste eben auch beim Avatar das Ganze eben machen, Pass kaufen und so weiter, damit ich die Eingame-Spende habe, denn... sonst war hier eben keiner da. 2 von 30, okay. Oh, bin mal gespannt. Läuft auf jeden Fall ganz, 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 ganz nett im Moment. Und ja, hier bei uns im Clan ist es nach wie vor, wir sind ja eine stille Truppe. Aber wir werden die Liga dieses Mal, glaube ich, ganz gut spielen können. Denn wir sind, so wie ich das eben durchgezählt habe, locker 15 Leute. Rathaus 14, Rathaus 13, das reicht bei uns ja. Und da sehe ich das Ganze so ein bisschen zuversichtlich. Was das angeht, ich hoffe, ihr habt... Oh, eine Mille. Wie stark ist denn der? Oh, das ist schon 5er auch. Okay, ja, ich meine, irgendwann musste da ja durch, ne? Was habe ich denn jetzt eigentlich? Oh, ich habe ein bisschen Spendertruppen dabei. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Wir gucken mal, ob wir da bei der Adlerseite vielleicht reinkommen können. Jetzt habe ich wieder nur einen Ballon dabei, weil ich so ein bisschen was gespendet habe. So, jetzt gucke ich mal, dass wir hier vielleicht reinkommen. Mal sehen. Jetzt könnten, jetzt switchen wahrscheinlich gleich wieder meine Heiler. Muss mal gucken. Geht er auf die Bauhütte da? Ja. Okay. Ach, Queen. Nicht weitergehen. Ja, der. Das ist gut. Das sieht gut aus da. Das sieht sogar sehr gut aus. Und jetzt auf die Seite. Jetzt kannst du auf die andere Seite gehen, Mädel. Nicht da weiter. Andersrum. Nein, nicht nach da. Oh, komm. Ist es denn wahr? Ist es denn wahr? Oh, ich muss ja. Sehe ich gerade. Ich muss ja, glaube ich, doch das Ding hier nehmen. Mal gucken. Oh, Mann. Jetzt wird schon wieder eng hier. Naja. Was willst du machen? Achso, ich habe ja keinen.
Ich habe ja hier kein King. Ich wollte gerade meinen King setzen, Leute. Aber habe dann gerade noch so gemerkt, dass ich gar keinen habe. Okay. Ich habe keinen King, aber ich habe dafür die anderen. Okay. Oh, jetzt ist meine Queen ist schon gestorben. Dann nehmen wir hier mal den Zeppelin mit rein. Ach, ich komme schon nicht mehr auf die Begriffe. Gibt's ja gar nicht. So, den müssen wir eben mal aufhalten. Den müssen wir eben mal aufhalten. Und wir heilen hier mal durch. Oh, der Adler steht da die ganze Zeit, ey. Eigentlich wollte ich mir ja genau den nehmen, ne? So, hier ist noch der Single. Aber wir haben wenigstens so ein paar Ressourcen bekommen. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt nichts gekriegt haben. Da unten kommt er nicht dran. Ich habe noch schönen Barbaren hier. Und einen Bogenschützen. Und noch ein bisschen Gift. Naja, ein bisschen haben wir ja bekommen. Ich wollte eben echt meinen King setzen, aber ich habe keinen. Okay. Macht aber nichts. Ja, ein bisschen haben wir gekriegt. Mal sehen, wie viel es am Ende war. Die eine Hütte, da haben wir auch noch bekommen. Gab es eigentlich eine Errungenschaft, dass man diese Bauhütten da auch schaffen soll? Ja, ne? Ich glaube, da gab es auch eine Errungenschaft. Ich glaube, da gab es eine. So, wir quicken train. Ah, wir können auch die nicht nachtrainieren, sehe ich gerade. Das ist aber gut so. Dann kann ich meinen ganz normalen Smash hier ein bisschen rausholen. Und kann damit ein bisschen weiterfarmen. Hier brauche ich allerdings nicht so viele von. Hier auch nicht. Mauerbrecher. Ich hab keine super Mauerbrecher mehr. Im Moment habe ich überhaupt keine super Truppen mehr, weil ich ein wenig sparen wollte. Okay, der King geht jetzt nicht mehr hoch. Die Liga fängt ja schon an. Und das müsste aber gerade noch so passen. 2 Tage, 7 Stunden. Wir wollen heute Abend starten. Werden dann morgen wahrscheinlich das erste Match haben oder übermorgen, muss ich mal schauen. Vielleicht muss ich auch ein bisschen gammen, aber hier das Eulengesicht ist ja auch noch ein bisschen am Leveln. Und aber zumindest habt ihr mal einen Status und ihr schreibt mir bitte, bitte, bitte in die Kommentare, was ihr von der Bogenschützenkönigin haltet, also von dem Skin. Ich habe ja mal irgendwann gesagt, eigentlich bin ich nicht so ein Housing-Fan oder überhaupt so ein Skin-Fan, aber... Ich meine, ich hole mir jeden Monat den Pass, nicht wegen des Skins, sondern wegen den anderen Sachen. Aber ich finde diesen diesmal sehr gelungen. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen, auch mal wieder mit der Kamera. Und wenn ja, dann lasst mal einfach ein Like da, am Ende da diesen Daumen hoch. Vielleicht abonniert ihr den Kanal. Auf Twitch braucht ihr mir im Moment nicht folgen, da bin ich im Moment nicht. Ich sage euch dann Bescheid, wenn es wieder heißt, da... dass ich auch da wieder ein bisschen clashe. Also, bis dahin, habt noch eine schöne Woche. Vor allen Dingen, habt einen schönen Feiertag. Wir haben ja noch einen Feiertag dazwischen. Frohen Leichnam. Und aber im Moment sieht es ja wettermäßig sehr, sehr gut aus. Also, da kann man durchaus auch draußen clashen. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Toto. Clasht.